Freunde des Plattenbaus, man kann die Tage echt schon zählen bis Weihnachten. Und da dachte ich mir, machst du mal ein Special. Ich wollte mal ein paar Platten raussuchen für Weihnachten und es war gar nicht so einfach. Ich dachte mir, naja, 2, 3 Platten hast du schon, vielleicht 4 oder 5. Aber irgendwie wurde es immer mehr und immer mehr. Und naja, gut, musste man natürlich aussuchen. Also, dieses Jahr folgt Teil 1 erstmal. Dann, irgendwann folgt Teil 2. Wahrscheinlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr, was weiß ich. Ja, ein paar Platten habe ich zusammengesucht. Was bei mir so alles läuft auf dem Plattenteller. Mal mehr, mal weniger. Ja. Wir gucken. Vielleicht ist was für euch dabei. Vielleicht auch nicht. Dann fangen wir mal an mit einer Band, die in den 80er Jahren erfolgreich war. Macht heute immer noch Musik, toll. Und das Album läuft eigentlich jedes Jahr bei mir. Snow Globe von Erasure. Ja. So ein bisschen ja, neutraler, aber trotzdem schön gehalten. Schöne Schrift. Ja, Snow Globe von Erasure ist aus dem Jahre, ursprünglich aus dem Jahre 2013. Mhm. Können wir auch mal so gucken hier, das ist die Platte, das spiegelt ein bisschen. Die Platte ist noch in Shrink, nennt man das. Seht ihr das hier? So eine Folie. Das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Ich packe die eigentlich immer gerne aus, aber warum ich das damals so gemacht habe, ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir hier noch einen Hype-Sticker, der sagt, ups, da war ein Download-Code dabei. Da konnte sich zusätzliche Mixer und so runterladen. Oder? Eine nette Idee. Ja, Snow Globe. Tolles Cover hier mit den so karikaturmäßig Andy Bell, Vince Clark. Sieht sehr schick aus. Läuft wirklich jedes Jahr. Und was ich erzählen wollte, ursprünglich als CD rausgekommen, 2013. Und dann haben sich die Leute von Mute Records entschieden, machst du mal eine Vinyl-Version. 2016. Und seitdem läuft die bei mir rauf und runter. Das ist so eine Mischung aus alten Klassikern, ganz wenig, und selbst komponierten Songs. Das ist großartig, das ist toll. Und die verbreiten auch echt Weihnachtsstimmung. Also es macht echt Spaß, die Platte. Gibt es tolle Inner Sleeves, auch so mit so ein bisschen. Ja. So, hier ein paar Credits drauf. So, Platte kommt in weißem Vinyl. Schneeweiß. Ja. Gut. So, Schneeweiß, Teil 1. Ist eine Doppelvinyl. Kommt auch noch eine zweite. Ja, so, ich glaube, es ist identisch. Mal gucken, ja. Ja, das auf alle Fälle. Und hier noch ein kleines Cartoonchen. So, sehr schön. Platte 2 kommt auch in weiß. Ja. Und das hat das Label hat auch noch mal so eine kleine nette Karikatur oben drauf. So, so. Sehr schön. Wie gesagt, hört sich wunderbar durch. Für Freunde des Elektropops ein Muss eigentlich zu Weihnachten. Kennt doch eigentlich jeder die Platte, der sich so ein bisschen für die Elektropop-Zeit der 80er interessiert. Sollte bekannt sein. Schön, sehr rundes Album. Wie gesagt, läuft echt jedes Jahr. So, weiter geht's mit Johnny Cash. Irgendwie hat doch jeder große Star hat eine Weihnachtsplatte rausgebracht, oder? Glaube zumindest. Also, und Johnny Cash übrigens auch. Oh, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Müsste man echt googeln, wann die mal zuerst rausgebracht wurde. Also meine Version ist aus dem Jahre 2016. The Christmas Spirit heißt diese. Ja, von Johnny Cash. Ja, das Cover ist jetzt nicht so der Hit. Gibt es als Gatefold mit zweimal Johnny Cash, links und rechts. So. Ja, das sind so klassische Weihnachten, klassische amerikanische Weihnachten. Da sind ja Songs drauf, die auch jedes Jahr hören und wir aber nicht so. So zum Beispiel Blue Christmas. Hört man das hier groß? Das weiß ich gar nicht. Die Amerikaner hören auch sowas. Und Johnny Cash dachte sich, machst du mal eine Weihnachtsplatte. Hat er auch gemacht. Und diese Version, meine, aus dem Jahre 2016, kommt erstens auf 180 Gramm, ja, und in so einem,
klassischen Rot. Also ne, richtig klassisch ist das nicht. Das ist eher so ein Himbeer, so Rubinrot. Ja, das ist jetzt ein bisschen irrtümlich durch die Kamera. Das sieht hier so richtig rot aus, aber das ist irgendwie so ein fast schon Weinrot oder so. Sehr cool, sehr cool. Hört sich mal gut an. Dreht sich jetzt nicht jeden Tag bei mir, aber wenn man so in Johnny Cash Stimmung ist, dann wird's das Album, ja. Schön. Johnny Cash, auch zu Weihnachten, hört man ja immer wieder mal durch. So, als nächstes Soundtrack. Ein Soundtrack eines Films, der mich echt unfassbar begeistert hat, ist ein Animationsfilm aus dem Jahre 2004. Und seitdem gibt es auch den Soundtrack. Allerdings, die Vinylversion gibt es erst seit 2019. Davor gab es CD und dann gab es ja eine lange Zeit in Anfang der 2000er. Ja, wollten die alle nicht mehr Vinyl machen? Verstehe ich auch, der Markt war dann eingebrochen. Irgendwann kam dann der Boom wieder. Der Polarexpress. Packen wir den mal aus. So, Polarexpress. So, steht hier auch im Hype-Sticker drauf. Das erste Mal auf Vinyl. Kann man das lesen? Ich denke schon. Toller Film, in dem Tom Hanks, glaube, sieben Hauptrollen spielt. Und hat auch eine echt gute Message, der Film. Also über den Sinn von Weihnachten, ja. Dass es nicht nur um Geschenke geht, pipapo. Aber doch wirklich toller Film. Guckt man sich eigentlich dieses Jahr. Jedes Jahr gucken wir uns den Film an. Ja, dann können wir uns das Vinyl mal angucken. Achso, haben wir hier mal geguckt, die Trackliste. Ist so ein bisschen aufgeteilt. Auf Seite 1 hast du so die neueren Versionen und so ein bisschen Soundtrack. Neu komponierte Versionen von Künstlern. Und auf Seite 2 hast du so die klassischen 50er Jahre, Bing Crosby, Frank Sinatra, Perry Como und Bing Crosby natürlich. Ja, sowas hast du denn, die Klassiker hast du dann auf der B-Seite. Je nach Stimmung kann man sich da was drauflegen. Ich hau immer beide Sachen gleich auf. Ja, also ich höre die gut durch. Da gibt es hier noch so ein Beiblatt mit den Credits. So, einmal so, einmal so. Ein paar Impressionen aus dem Film. Auch toll animiert, sieht immer noch gut aus heutzutage, also muss man sagen. Guckt man sich gut an. So, das. Und das Vinyl kommt, was, wie heißt das offiziell? Ice Colored. Ice Colored heißt, das ist so ein milchiges Clear. Ja. Passt natürlich dazu, ne? Passt super und so ein bisschen die Labels, so wie ein Kompass, so ein bisschen Richtung Nordpol soll es wohl sein. Großartig, toll. Film und Musik, ein Traum. Also das verbreitet wirklich, wirklich gut Weihnachtsstimmung. So, nächste Platte gilt als erfolgreichste Weihnachtsplatte aller Zeiten. Aller Zeiten. Und wir reden hier nicht von den alten Sachen aus den 50ern, so mit Dean Martin und Bing Crosby und so. Nein, es geht um Michael Bublé, Christmas. Das Album zählt als das meistverkaufte Weihnachtsalbum der Welt. Hammer. Hammer. Habe ich auch seit ewigen Zeiten irgendwie in meiner Sammlung. Boah, ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Meine Version ist aus dem Jahre 2011. Gucken wir uns mal die Cover erstmal an. So, sehr weihnachtlich. Und der Hype-Sticker verrät uns, hier gab es zufällig eine Farbe drin, entweder rot oder grün. Ja, dann habe ich gehofft, dass es grün wird. So. Und dann haben wir hier so ein Textblatt, Beiblatt. So, nichts Aufregendes gibt es halt dazu. Und dann die Farbe, 180 Gramm. Die Farbe war tatsächlich grün. So ein etwas dunkleres Grün, so ein bisschen weihnachtliches Grün. Ja, so würde ich das jetzt mal so interpretieren. Schön. Und das sind so echt tolle Sachen, so im Swing-Stil. Das ist schon toll. Großartig gemacht. Und irgendwie hat das auch jeder Haushalt zu Hause, oder? Und wenn nicht, in einer Spotify-Playlist auf alle Fälle. Ja. Ja, schön. Also dieses Album kann ich echt, das ist ein richtiges Familienalbum. Ja, das hört auch jeder gerne. Christmas von Michael Bublé. Eine saubere Sache. So, ein bisschen aufräumen hier. Und dann kommen wir zu einer Single. Single höre ich jetzt nicht so oft.
Singles sind so, naja, ein Song und dann schon wieder weg und so. Hm. Von einer US-Künstlerin, da habe ich echt viele Alben. In den 80ern total bekannt, berühmt, erfolgreich. Und ja, dann habe ich so die Karriere so ein bisschen aus den Augen verloren. Und da habe ich mal, googelst du mal, was macht sie denn gerade und so. Und zufälligerweise hat sie 2022 eine Weihnachtssingle gemacht. Belinda Carlisle mit Silver Bells. Ja. Rückseite ist so. Ich habe den, seht ihr das? Ich habe den Hype-Sticker auf die Rückseite geklebt, weil vorne, wenn man die hier so aufgeht, verdeckt immer irgendwas oder so. Das fand ich jetzt nicht so geil. Und dann habe ich den einfach hin draufgeklebt. Wie macht denn ihr das mit den Hype-Stickern? Ich bin da total emotionslos eigentlich. Wenn der gut abgeht von der Folie, mache ich den halt aufs Cover rauf. Manche heben den ja so extra auf, so heiliger Gralmäßig, wird ausgeschnitten und extra abgelegt und so. Oder auch weggeschmissen. Also wie ihr das macht, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich mache es so. Ja, also so sieht ja gut aus. Perfekt. So, diese Single gab es in zwei Versionen, in Rot und in Silber. Übrigens, es ist echt schwer. So quasi das 180 Gramm der Singles. Das ist echt schwer. Und ich habe sie mir in Silber geholt. Weil Silver Bells macht für mich mehr Sinn. Ja, so. Silber. Silver Bells? Ah, ich dachte, da wäre okay, gerade was kaputt gegangen. Nein. So. Gut. Das wäre Silver Bells. Ja. Perfekt. Wie gesagt, höre ich jetzt nicht so oft. Aber schön, dass man sie hat. Nice to have, sagt man ja neudeutsch. Gut. Für Freunde von Belinda Carlisle. Ja. Dann, ein Rocker der 80er hat auch ein Weihnachtsalbum gemacht. Schon im Jahre 2006. Und da haben wir uns gesagt, klingt ein bisschen komisch, aber ist doch fein, ist doch eine feine Sache. Und im Jahre 2021 hat man sich entschieden, das Album neu aufzulegen auf Vinyl. Ja? Billy Idol, Happy Holidays. Das Albumcover ist natürlich viel schöner als das von der CD. Das von der CD sieht so ein bisschen belanglos aus oder so. Ja, also das gibt es dann halt auf Vinyl von Dark Horse Records. So. Ja, man muss sich echt drauf einlassen. Ja, also er ist jetzt nicht der klassische Weihnachtsinterpret, sage ich mal. Wer Billy Idol mag, das, da kommt man dran. Da kommt man nicht dran vorbei. So. Gut. Da gab es noch eine relativ, so ein Costume Sleeve und In-Cover. So relativ emotionslos von Dark Horse Records. Ja, schick, aber hat mit dem Weihnachtsalbum eigentlich nichts zu tun. Dann haben wir noch, das habe ich natürlich wieder in so einem Polylined Inner Sleeve hier gemacht. Das sind auch so klassische Weihnachtslieder. Da hat er, glaube ich, nichts dazu. Oder ich glaube, ein Song ist dazu, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber so klassische amerikanische Weihnachtslieder, wie bei Johnny Cash. So. Gut, das gibt es im weißen Vinyl, ja, von Dark Horse Records. Und nach meinen Informationen, kann natürlich nicht stimmen, aber ist möglich, gibt es die weiße Version nur in den USA. Da müsst ihr mal gucken bei verschiedenen Internetplattformen, ob ihr da weiß kriegt oder gibt es auch ein schwarz, wie man mag. Ja? Ich mag weiß ja eigentlich ganz gerne, gerade zu Weihnachten. So, fein. Haben wir den. Den 80er-Jahre-Rocker haben wir auch. So, nächste Platte ist eine Maxi. Eine Maxi von einer Band. Und da kommt man nicht dran vorbei, ob man will oder nicht. Jedes Jahr hört man das irgendwo irgendwie im Einkaufszentrum, auf dem Weihnachtsmarkt, im Radio. Man kann sich dem einfach nicht entziehen. Ja? Wham! Last Christmas. Ich finde die Song eigentlich ganz cool. Es gibt viele abneigende Kommentare und Meinungen dazu. Das verstehe ich. Und also man mag den Song oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn. Die kam raus, die Single, die Maxi,
Im Jahre 1984 im Original, eigentlich geplant als B-Seite von Everything She Wants, von der Single von Wham. Und ja, dann gab es danach, ab 85, glaube ich, zu Weihnachten, gab es keinen Halt mehr. Dann haben sie das als Weihnachtssingle veröffentlicht. Und dann ging es steil bergauf mit diesem Song. Bis heute, es ist unfassbar. Stehen die im Guinness-Buch der Rekorde? Weiß ich gar nicht. Könnte aber durchaus sein. Und das ist jedes Jahr steigen die in die Top 10, Top 20 ein. Gerade in Deutschland, England. Sehr unfassbar. Ja, diese Version ist aus dem Jahre, muss ich kurz gucken, 2014. Die wurde zum Record Store Day veröffentlicht. Guck mal, das ist so eine labbrige Plastikhülle mit einem Einleger. So war das schon mal. Und dahinter, hier hinter, steckte dann die Platte. Die hat das noch ein bisschen stabiler gemacht, aber es ist keine Alternative irgendwie. So, Record Store Day Logo, 30 Jahres Edition, steht hier auch drauf, als Hype-Sticker. Ich habe das auch ein bisschen verstärkt, so mit so einer, hier in dieser Hülle mit dieser Pappe, dann ist das alles irgendwie ein bisschen schöner und angenehmer. Ja, die Version, die ich hier habe, ist echt schon gesucht und teuer. Und echt teuer schon inzwischen, weil Sammler stehen auf sowas total. Werde ich euch gleich zeigen, warum. Die Platte kommt in einem Farbsplit in Rot und in Grün. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Das sieht sehr gut aus. Es gibt auf der A-Seite die Single und auf der B-Seite die Instrumentalversion. Und an dieser Stelle sei meine liebe Freundin Nettie gegrüßt. Nettie mag den Song auch. Und Nettie, die kannst du dir auch kaufen. Ja, sehr schön. Jo, haben wir das? Genug zu Wham. Jetzt kommt eine 10-Inch. Ja? Einer Künstlerin, die hat Werbung mal gemacht. Nee, die hat nicht Werbung gemacht, sondern die hat einen Song für eine Werbung zur Verfügung gestellt. Der dann für eine braune Brause und so Wintertrucks und so. Und durch diesen Werbespot wurde diese Künstlerin doch recht bekannt und erfolgreich. Melanie Thornton. Ja? Melanie Thornton hat einen Song beigesteuert zu einem Werbespot. Und dieser wurde echt auch zum Weihnachtsklassiker. Ja? Da haben wir hier so einen Hype-Sticker. Das ist die, ist auch eine 20-Jahres-Edition. Zu Wonderful Dream heißt der Song. Mhm. Und da haben sie im Jahre 2021 halt nochmal den Song rausgebracht in einer 10-Inch, ja. Sieht ganz ordentlich aus in so nettem Inner Sleeve und kommt nicht nur auf 10-Inch, sondern in einem Moosgrün. So, das ist so ein Moosgrün, Waldgrün, so, sowas. Schön. Sehr weihnachtlich. Erinnert einen ja auch immer an die guten alten früheren Tage, sage ich mal. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ja. Schön. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Melanie Thornton ist ja leider verstorben beim Flugzeugunglück, glaube ich. Aber ihre Musik nach wie vor klingt super. Höre ich gerne durch. Ist ein schöner Weihnachtssong. So, dann haben wir das. Dann geht's weiter mit einem klassischen, wirklich einem sehr klassischen Weihnachtssong der Rockgeschichte der 80er, sag ich mal. Ja. Queen, Thank God It's Christmas. Ja, das muss hier ein bisschen. Das ist auch das war damals auch so ein bisschen gang und gäbe, die Maxi-Singles in so einer. Hört ihr das? Ist in so einer labbrigen Papphülle so, einzuschustern und ja, ich weiß nicht, damals fand man das geil, heute ist das eher lästig als Sammler, das ist nicht so gut. Ich hätte gern doch immer diese Hart-Papphüllen, das war super. Aber gut, ist eine Maxi, sind drei Versionen drauf, Thank God It's Christmas und zwei Maxis des Albums The Works. Und dieser Song, der Weihnachtssong, ist gar nicht auf The Works erschienen, also auf gar keinem Album erschienen. Außer man hat natürlich
meine Kassette rausgebracht in den folgenden Jahren oder eine CD, wo das als Bonustrack drauf war oder eine Best-of, da gab es das auch. Aber auf einem regulären Album ist Thank God It's Christmas nie erschienen. Nie. Und das macht den Song doch, geht doch schon ein bisschen spezieller. So, da gibt es einen normalen Schwarz. Jetzt nicht ganz so oft bei mir, aber Schwarz geht natürlich auch. So. So. Fein. Ja, ist toller Klassiker. Klingt auch in jedem Radio, klingt das dann, wenn man so Richtung Weihnachtszeit ab November. Ja, sehr schön. Kostet nicht die Welt. Wer es mag, kann sich die Maxi gerne holen. So, was haben wir noch? Wir haben noch eine Platte, ein Sampler, ein Promo-Sampler. Ein Promo-Sampler der Firma, muss ich kurz sagen, der Firma, ich glaube, Sire Records, dann war da noch Warner beteiligt und so weiter. Der da heißt Julesville, wie wird es ausgesprochen? Keine Ahnung. Julesville, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein Promo-Sampler, der an Radiostationen vergeben wurde. Und ja, das Besondere ist, da gibt es eins, zwei Songs auf der Platte, die gibt es nur exklusiv auf dieser Platte. Und es gibt Weihnachtsgrüße von Stars der 80er Jahre. Die Platte wurde veröffentlicht im Jahre 1987. Und viele Bands, die damals bei Sire oder Warner unter Vertrag waren, haben da Weihnachtsgrüße aufgesprochen. Und diese Weihnachtsgrüße wurden dann abgespielt in den Radiostationen. Und so als ob die Bands und Künstler vor Ort waren und in der Radiostation dann halt schöne Grüße übermittelt haben. So war das gedacht. Und Weihnachtsgrüße gibt es, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Weihnachtsgrüße gibt es unter anderem von George Harrison, Depeche Mode, Erasure, Book of Love, Ramones, Pretenders, Madonna, Bee Gees, Prince, Brian Wilson, etc. Ja, sehr schön, tolle Platte. Es ist ganz witzig, mal sowas zu hören. Sieht man das so? Ist so ein Die-Cut? Nee, Cut-Out heißt das. Cut-Out. Kann ich euch nur mal zeigen, bitte? So sieht das dann so aus. Rückansicht, extrem kleine Schrift. Ich kann nicht lesen, muss ich mir abschreiben. Das ist ja ein Traum. Ja, so. Und das Album gibt's in rotem Vinyl. Ja. Steht nicht viel drauf. Auf der B-Seite steht natürlich eine Menge drauf, aber das ist so ein also eher so Pipapo, das kann man eher annehmen. Dem Cover. So, das wäre die Platte. Ja, dreht sich jetzt nicht mega viel bei mir, aber ist mal schön, sowas zu haben. Und ja, prima. Das war das erste Roundup, sage ich mal, zu Weihnachten. Tja, dann schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ich guck mal, was ich noch zusammen kramen kann für Weihnachten, aber irgendwann mal. Ja, und wenn ich, was ich gerade sehe, auf dem, das spiegelt so schön hier, auf dem, aus der, in der Auslaufrille, schwieriges Wort, in der Matrix steht Ho, ho, ho zum Schluss. Das ist wirklich so. Ho, ho, ho. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten.